Birkenauer Totenbretter. Viele der heute zu sehenden Totenbretter sind eigentlich Gedenkbretter, denn es lag auf diesen ja nie ein Toter, nicht so die an der Birkenauer Kapelle. Diese sind fast so alt wie die 100-jährige Kapelle selbst, an deren Sonnenseite sie angebracht sind. Auf ihnen lagen einmal die Ahnen des Schweigerhofes. Die Schrift ist leider kaum mehr leserlich. Die Sonne hat dafür ein Auge Gottes wie geschnitzt herausmodelliert, indem sie alles Holz, das nicht von einer Farbe abgedeckt war, schrumpfen ließ. Der Bau der Kapelle zum Schutz vor Ertrinken geht auf eine Forderung einer ehemaligen Schweigerbäuerin zurück, die erst ihre Kapelle haben wollte, bevor die Grabungen für den Weiher begonnen werden durften.